Hallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BMG Drive. Jetzt muss ich mal schauen, ob sich jetzt die CPU... Ja, mittlerweile hat sie sich ein bisschen eingependelt. Ich glaube, da war irgendwas, war da faul. Ich habe das Spiel nochmal neu gestartet und so. Und seitdem scheint es zu funktionieren. So, in dem Zuge habe ich auch noch gleich was Neues runtergeladen. Und zwar wollten wir ja in der Folge, vor dieser Folge, ein Auto eigentlich mal abschleppen, haben es direkt rangekappelt. Und dann gab es nur diese Giant Flail, also diese große Kugel. Jetzt gibt es auch eine große Kette. Das ist geil. So, die, ja. Shift C. So. Hier ist sie. Da ist noch Wasser. Da ist die Kette, die zum Abschleppen dient. So, drum würde ich mal sagen, wir stellen jetzt einfach mal hier ein Fahrzeug hin. Und zwar, da nehmen wir mal eine Karre, eine kleine, leichte Karre, die wir abschleppen. Ein Ibisu Corvette. Den Bieter, der ist ziemlich durch, der qualmt und macht Sachen. Und ja, der macht Probleme quasi. Der qualmt überall raus. Wir könnten den Motor mal kurz voll richten. Mal hier Vollgas mit Bremse. Gucken, ob das hilft, den Motor hochzujagen. High Clutch Temperature. Also die Kupplung verreckt uns gerade. Weil wir hier mit Kupplung... Jetzt geht die Drehzahl höher. Das heißt, uns raucht gerade die Kupplung ab. Oh, das muss stinken. Oh, das muss stinken. Uiuiui. Ja, ich stehe hier voll. Okay. Das war's. Unsere Kupplung ist durch. So, jetzt machen wir den Motor noch ein bisschen warm. Mal im Stand, schön Gas geben, schön hochjubeln. So müssten wir ihn kaputt kriegen, wenn er überhitzt. Könnte eine Weile dauern. Gut, geht noch. Was ist, wenn ich jetzt hier Gas gebe? Qualmt und macht. Ja gut, weil er eine alte gammelige Karre ist. Alte Schrottlaube. Wir können uns auch schon mal überlegen, was wir für ein Auto zum Abschleppen referieren. Ist auch nicht ohne, was der hier an Qualm rausjagt. So, die Temperatur vom Motor müsste jetzt schön hochgehen. Könnte mal die Motorhaube, könnte ich die mal runterreißen. Fahrzeugkonfiguration. Body. Wo haben wir sie? Die Hood. Frontbumper, Rearbumper, bla bla bla. Seht ihr die Hood? Ich sehe die Hood nicht. Body Kit. Und die. Hude, da haben wir sie, Hude. Hood empty. So, es hat sich ausgehudet. Oh nein, jetzt ist der resettet, oder was? Och nö. Okay, der ist resettet. Das heißt, wir gehen mal
hier mit der Kamera ganz schön dicht an den Motor. Schauen uns das Spektakel von hier aus an. So, und dann... Oh. Bin ich losgefahren. Schon interessant, wie der Motor selbst sich bewegt. Beim Gas geben. So, schön auf die Kupplung. Oh, jetzt wird die Kupplung warm. Ich stehe voll auf der Bremse und voll auf dem Gas. Ist ja eine Automatik. So, und jetzt wird nämlich die Kupplung... Bei einer Automatik ist es ja keine Kupplung, das sind ja so Kupplungsscheiben, so mehrere Mitnehmer-Kupplungsdinger, so Fangbänder. Die überhitzen jetzt gerade. Und zwar ganz schön. So, ich treibe es einfach mal auf die Spitze. Ich glaube, das war's mit der Kupplung. So, ich treibe einfach mal hier drauf. Wir können uns mal so ein bisschen umschauen. So, qualmt schon ganz schön. Also den Gestank, den möchte ich jetzt nicht riechen. Zweiter Gang. Rückwärtsgang geht. Leicht fahren geht auch noch. Aber wir wollen ja nicht fahren, da kriegen wir Fahrtwind. Wir wollen ja schließlich die Temperatur hochjagen. Ja, so macht man das. Ich könnte auch einfach mal das Kühlmittel ablassen und schauen, ob er dann warm wird. Aber das wäre ja zu einfach. Komm schon, wir haben nicht ewig Zeit. Denn ein Auto abzuschleppen, wo der Motor noch wunderbar funktioniert, ist ja irgendwie sinnlos. Deswegen sagen wir mal, da ist hier irgendwo ein Leck am Kühlmittelschlauch von Korrosion, weil alte Karre, und dann lief eben das Kühlmittel aus. Der Fahrer, auch eine alte Karre, hat es nicht so mit nach dem Auto schauen. Ist ja lange einfach so damit rumgefahren, obwohl irgendwas geklopft hat. Es war einfach scheißegal. Jetzt ist ihm das ganze Kühlmittel abhanden gekommen und er fährt jetzt immer noch schön rum damit, aber so langsam steigt die Temperatur an. Ja, bei so einem kleinen Motor dauert das eine Weile. Jetzt geht die Warnlampe an und er fragt sich, was soll denn das für ein gelber Schlüssel sein? Kenn ich. So, Roland Overheating. Wir haben schon was sehen hinten, dass hier schon Öl rauskommt, beziehungsweise blauer Qualm, Kolbenringe sind beschädigt. Wirklich arg weit drehen mag er gar nicht mehr. Engine locked up. Okay, das war's. Motor ist verreckt, eingegangen. Alles durchgebrannt wahrscheinlich. So, jetzt steht die Karre hier. Gut, das war ja auch alles, was ich wissen wollte. Das heißt, ja, wir haben verkackt. Beziehungsweise der alte Mann hat verkackt. Latschen mal rüber zur Kette. Und machen mal die Kette. Das wollte ich nicht. Hier will ich hin.
Ach, so geht das nicht, okay. Da geht dann dieses Ding hier auf. Gut. Dann muss ich es anders machen, dann muss ich es so machen. Hallo, gelb. So. Jetzt ziehen die Kette hier hin und machen die hier hin. Kupplung beider Knoten. Die Frage ist jetzt, wie lange braucht das Ding, bis es mal dran ist? Schon? Na? So, ist dran. Okay, die gigantische Kette befindet sich am Fahrzeug. Das heißt, wir brauchen noch ein Fahrzeug, das das Ganze zieht. Und zwar von hier. Was nehmen wir denn da Feines? Oh, Freunde, was sollen wir denn da nehmen? Was Schnelles. Wir wollen ja ein Rennen veranstalten. Wir müssen ja schnell weiter. Was haben wir denn hier Feines? Oh, Asphaltsequenzial. Sequential. Nicht schlecht. Okay, huch. So war das nicht gemeint. Was haben wir da noch? ETK. Ein fein schnellen ETK Sport Plus. Was hat denn der an Performance? 338 PS. Naja. Das ist jetzt nicht so. Oh nein, warum drücke ich immer Escape? Ich bin doch doof. So, wir haben hier einen Elektrik. Oh, was? Einen elektrischen von dem hier? Moment, Moment mal, das habe ich ja gar nicht. Tatsächlich. Wir haben einen elektrischen von diesem komischen Bolide. Ein Bolide. Das ist natürlich klar, dass der so rumschreit. Aber Moment mal. Wo hast du deine, zeig deine Werte. Was haben wir hier? Einen Kofferraum, einen Frunk. Und haben wir auch einen Motor? Nö, hier nicht. Keinerlei Antrieb hier vorn. Nein. Huch. Wie sieht's denn hier drin aus? Bolide. Ganz normale Schaltung. Power Usage. Und die Battery. E und F. Okay, cool. Nicht schlecht. Gut, dann schauen wir mal hier rein. Dann sollte ja hier... Huch, wir sind wieder hinten. Wir sind wieder vorn. Dann sollte ja hier irgendwo... Da ist der Elektromotor, der aussieht wie eine komische Flugzeugturbine. Hier ist der Tank. Beziehungsweise dann wahrscheinlich in diesem Fall einfach die Batterien. So. Wir attachen das Ding da unten hin. Wenn es geht. Oh, wir sind jetzt sonst wo. Das da wieder weg. So, passt das? So, jetzt müssten wir dran sein. Das heißt, wenn wir wieder auf unsere Kamera gehen... Orbit. Ja, Orbit. Manchmal kommt sie nicht zurecht. Oder sind wir am falschen Fahrzeug? So, den sollten wir mal in Realistik-Schaltmodus in N schalten. Genau. So, der hat überhitzte Kühlmitteltemperatur. Was ist das? Die Kette? Und das ist der hier, ne? Nein, das ist die Kette. Der da, so. Was zum Henker macht die Kamera da? Okay, Chase. So, jetzt ist die Orbit-Kamera hoffentlich wieder richtig. So, wir machen es einfach mal so. Moment mal, wo ist das Auto? Ich habe nur die Stoßstange dabei.
Ich hab mit der Kette die Kamera kaputt gemacht. Ich habe tatsächlich mit der Kette die Kamera geschrottet. Gut, wo ist die Kette? Das ist er hier. Nein, nicht Schaltmodus. Oh, der tut ja wieder. So ein Mist. Kann ich den so überhitzen lassen? Der gibt so weiterhin Vollgas. Das ist sehr gut. Hier bin ich in N. Warum? Bin mal gespannt, ob der überhitzt. Ah, die Kette ist wieder da. Okay. Hä? Wo war die Kette denn? So, der zerstört sich quasi gerade selber. Jetzt ist die Frage, wo sollen wir das Ding ancatchen? Da unten würde ich gern. Wie geht's dem? Der behitzt gar nicht. Oh, doch, jetzt war er gerade. Jetzt müsste er dann bald überhitzen. So, ich gehe mal in die Kamera. Und dann versuche ich mal, dieses Ding jetzt da unten ranzuklatschen. Nein, das will ich nicht. Da unten. Klick. Okay, da sind wir eigentlich perfekt dran. Das ist wunderbar. Okay, die Kette hat, glaube ich, ein Problem. Die Kamera hat ein Problem mit der Kette. Definitiv. Das ist ja furchtbar. So, mit Chase geht's eigentlich. Die Stoßstange wackelt ein bisschen. So, der überhitzt auch langsam. Das ist sehr gut. Dem sollte dann bald... Sollte dem der Motor hochgehen. Schau mal. Ob ich die Stoßstange wegbekomme. Können wir den Motor hier anziehen? Vielleicht stört ihn das. Nö, offensichtlich stört ihn das nicht. Wenn man an ihm rumzieht. Gut, wir machen die Kette mal hier ran. Ich glaube, da sind wir dann ganz gut. So. Okay. Ach, das war diese... Die Top-Down-Kamera. Auch ganz interessant. Der sollte doch eigentlich im Leerlauf stehen. Naja, kann nicht mehr lang dauern, dann ist der Motor voll durch. Ich
Fahr mal ein Stück zurück und... Oh! Hoppala! Da ist mir die ganze Maske hinten abgerissen. Das ist jetzt natürlich äußerst unvorteilhaft. Okay, ja, schnell nochmal runterheizen. Okay, dann, das da wollen wir detachen. Zack. Jetzt ist es lose. Das kommt weg. Weg, habe ich gesagt. So. Und dann machen wir das hier daran. Klack. Okay. Der müsste dann auch bald in die Knie gehen. Oh, na toll. Ach Mensch. So, ah, Motor ist durch. Wir haben es gerade gehört, jetzt ist Feierabend. Da qualmt nur noch. Okay, das, nein, ich will das weg haben. Jetzt ist es weg. Wunderbar. Und weg mit der Scheiße. Gut, komm her. Wie meint das jetzt? Die Zusammenführung. Oh, mal die Stoßstange entfernt. Er hat den Gang drin, oder was? Was ist da los? Vielleicht, wir könnten ihn eventuell auch am Motor festmachen. Hier. Am Motor befestigt. Ja, wunderbar. So, das ist er hier. Er ist in Leerlauf, ne? Gut. Dann müsste das ja jetzt eigentlich funktionieren. Wenn ich ein bisschen Schwung hole. Na komm schon. Was ist denn da los? Kann er das nicht? Kriegt er nicht mal so eine kleine Karre hier gezogen? Komm schon. Der fährt halt auch nicht, ne? Kupplung, Schaltmodus. Y. Realistik-Schaltmodus. Wie schalte ich denn hoch und runter? So, Warnblinkanlage können wir mal anmachen. X. So, jetzt ist Leerlauf drin. Da war der Leerlauf nicht drin. So, ja, wunderbar. Jetzt geht's auch schon los. Na, endlich! Oh Mann, am Ende der Folge haben wir es endlich mal irgendwann geschafft. Ist das übel. Jetzt sollten wir das gespannt so eigentlich mal speichern. Bevor er uns hier abschießt. Upsa. Na toll. Jetzt hat sich die Kette da drin verklemmt. Ach Mann. Mach doch keinen Blödsinn. Das war mein Reifen. Mal ein bisschen die Kette da rausschütteln. Ach Mensch. Wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder, ne? Was ist denn da los? Weg mit der Kette! Ah! Oh. Oh, jetzt ziehen wir das Ding wieder weg hier.
Oh, wie es denn rumschleudert. Jetzt funktioniert auch die Kamera wieder. Kann ich auch mehrere Ketten aneinander machen? Oh ja, das versuchen wir in der nächsten Folge. Wenn's wieder heißt, time to play. Hier bei BeamNG Drive. Bis dahin, macht's mir gut. Ciao.